Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich okkupiere hier mal den Kinderspielplatz am Grillplatz und dachte mir, wir könnten eigentlich mal ein kleines Update machen. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar Neuigkeiten zum Thema Zecke. Da sind meine letzten Videos, die sind jetzt auch schon eine Weile her, nämlich wirklich nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Und ja, ich lege mal querbeet einfach los. Also, bei der häufigsten bei uns anzutreffenden Zecke handelt es sich um den gemeinen Holzbock. Gemein ist er, mit Holz hat er eigentlich gar nichts zu tun. Bock. Das ist die mit Abstand immer noch, ich denke mal in 99, ja vielleicht nicht, aber sagen wir mal in 98% der Fälle am Menschen anzutreffende Zecke. Ja, also genau weiß man das nicht, da gibt es keine exakte Statistik dazu, aber das wird wirklich die ganz, ganz häufige sein. So, der gemeine Holzbock, was treibt der so? Naja, der legt erstmal Eier, beziehungsweise die Holzböckin legt Eier und daraus schlüpft erstmal ein Larvenstadium. So, dieses Larvenstadium entwickelt sich dann weiter zur sogenannten Nymphe und die wiederum entwickelt sich dann weiter zur adulten Zecke, also zum ausgewachsenen Tier, was dann, sofern es sich um ein Weibchen handelt, wiederum Eier legt. Das Männlein legt keine Eier, saugt aber trotzdem auch Blut. So, warum sind jetzt diese einzelnen Stadien wichtig? Weil die Larve winzig klein ist und dahingehend für uns relativ gefährlich, weil sie halt eben nun mal durch ihre winzige Größe kaum auffällt, wenn sie uns sticht. Ja, es ist ein Stich, Zecken beißen nicht, die stechen technisch gesehen, die machen schon irgendwie mit irgendwelchen Mundwerkzeugen ein Loch in unsere Haut, aber stecken dann da wirklich noch eine Art stachelförmigen Rüssel eben in dieses Loch und klammern sich dann zusätzlich noch fest oder kleben sich fest. Auch das gibt es, Zecken, die mit verschiedenen ja letztendlich Klebstoffen sich wie mit Sekundenkleber in die Wunde reinkleben und solche Späße. Aber jedenfalls der gemeine Holzbock, der sticht streng genommen, ja, auch wenn er sich dann noch zusätzlich festklammert und solche Späße. Dieses Larvenstadium ist einerseits zwar dadurch wahnsinnig perfide, dass das Larvenstadium eben kaum gesehen wird von unser Eins. Andererseits ist dadurch, dass die sich erst mit Borreliose-Erreger, Bakterien, die dann eben die berühmte Borreliose auslösen, nur dann infizieren, wenn sie mit einer anderen, mit einem infizierten Wirt Kontakt hatten. Und das ist bei einer Jungzecke, die gerade erst geschlüpft ist aus dem Ei, nahezu unmöglich. Das heißt, das ist jetzt erstmal die gute Nachricht, hat man es mit einer Larve zu tun, also einer winzig kleinen Zecke, die man mit bloßem Auge fast nicht sieht, dann ist die Chance, dass diese einen jetzt gerade mit Borreliose infiziert hat, verschwindend gering. Also quasi nahezu unmöglich. Lediglich 1% der Untersuchungen Larven, die man bisher so gefunden hat, hatten überhaupt Borreliose Erreger zum Weitergeben dabei. Gut, jetzt gehen wir davon aus, dass unsere Larve erfolgreich irgendwo Blut gesaugt hat. Jetzt fällt sie vom Wirt ab, landet am Boden, metamorphiert zur Nymphe. Also entwickelt sich da in etwa 50 Tagen weiter. Im Nymphenstadium, das sind so mittelgroße Zecken, die sind schon sichtbar mit bloßem Auge, sind aber immer noch sehr, sehr klein und man kann mit bloßem Auge meistens keinen nennenswerten Körperteil an dem Ding erkennen, außer vielleicht, dass irgendwo das spitz zulaufende Ende wohl der Kopf sein wird. Das anschwellende Hinterteil, das gerade mit eurem Blut vollgesaugt wird, hinten sein wird und man erkennt vielleicht noch Beinchen, das war es dann aber mehr oder weniger. Ja, das ist dann also eine Nymphe, so im Bereich Millimeter, sowas um den Dreh. Nymphen sind mit ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit mit Borreliose infiziert. Das hängt davon ab, wo sie unterwegs sind. Es gibt unterschiedlich intensiv durchseuchte Gebiete, wo eine hohe Prozentzahl der Zecken eben entsprechend auch mit Borreliose infiziert ist. Es gibt Gebiete, da ist das eher weniger und je höher die Durchseuchungsrate, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass bereits eine Nymphe auch schon diese blöden Bakterien mit sich herumschleppt. Das heißt, das kann man mal auf der Zeckenrisikokarte nachgucken, wie schlimm es für die eigene Region eigentlich ist. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass man sich Borreliose holt, wenn man von der Zecke gebissen worden ist. Beziehungsweise gestochen, jetzt sage ich selber schon gebissen. Und je nachdem, wie groß die gewesen ist. Hat man es tatsächlich mit einer ausgewachsenen adulten Zecke zu tun, die kommt zustande, indem die Nymphe eben eine Blutmahlzeit hatte, dann wieder vom Wirt abfällt, sich wiederum in etwa 50 Tagen entwickelt,
so Adulten ausgewachsenen Zecke und da diese jetzt bereits zwei Wirte hatte. Und bei diesen zwei Wirten ist die Chance relativ hoch, war, dass einer dieser Wirte selbst mit der kleinen Menge Borrelien infiziert gewesen ist und die Zecke dementsprechend jetzt auch die Borrelien-Intus hat, die dem Wirt in vielen Fällen schon wieder nichts mehr getan haben. Eben für uns dann gefährlich sind, beziehungsweise der Zecke ganz wunderbar überleben können. Vielleicht mal ganz interessant, warum können die denn so gut in der Zecke überleben und warum ist eine Zecke generell einfach Viren- und Bakterienschleuder Nummer 1 unter den blutsaugenden Tieren? Ja, das liegt daran, dass sie in ihrem Darm quasi kaum Verdauungsenzyme drin hat. Das heißt, wer mal in den Darm der Zecke gelangt, der kann da plus minus ungehindert die ganze Zeit über hocken bleiben und dem passiert da nicht viel, weil da eben kaum Verdauung stattfindet. Stattdessen werden einzelne Blutpartikelchen, Tröpfchen durch die Darmwand raustransportiert aus dem eigentlichen Darm und da dann erst verdaut, weshalb im Darm selber quasi kein Verdauungsprozess stattfinden muss. Ne? Und das ist halt sehr, sehr angenehm, wenn du ein Bakterium oder ein Virus bist und in der Zecke überleben möchtest. So. Das ausgewachsene Tier, wie gesagt, hatte ja schon zwei Blutmahlzeiten, mindestens zwei. Teilweise sind es auch nur sehr kurze Blutmahlzeiten, die nicht ausreichen, weil sie dann aus irgendwelchen Gründen den Wirt wieder verlassen, weil sie unzufrieden sind. Oder warum auch immer, so genau weiß man das nicht. Und darum haben wir da dann bei der ausgewachsenen Zecke teilweise, je nachdem, wo man unterwegs ist, durch Verseuchungsraten von 50%, manchmal sogar noch höher kleinräumig, dass dann irgendwelche Hotspots der Borrelieninfektion vorhanden sind, wo quasi jede Zecke dann auch entsprechend durchseucht ist. Ist die Zecke, die dich sticht, durchseucht, nur dann kannst du überhaupt eine Borreliose bekommen. Daher ist eben dieser Prozentsatz schon mal relativ wichtig für die Statistik, wenn man sich ausrechnen möchte, wie hoch war denn jetzt das Risiko, wenn eine Zecke gestochen hat. Ja? Also je älter die Zecke, je größer die Zecke, desto höher das Risiko. Das kann man schon mal so festhalten und zwar um das wirklich vielfache höher ist es, wenn man von einer großen Zecke gestochen wird. Ist mir jetzt gestern gerade passiert, darum habe ich gedacht, ist das ein schöner Aufhänger für dieses Video und muss dann das Thema auch nochmal dran denken. Übrigens, wenn die Kamera leicht wackelt, das liegt am Wind und der Tatsache, dass ich mein neues Einbein-Stativ, aus gut Deutsch Trekkingstock mit Kamerahalterung mal ausprobieren möchte und mal wissen will, wie schlimm das ist. Also ich hoffe, es geht. Ja, ne? Also das ist schon mal ganz relevant und da kommt man dann zum Beispiel in einem extrem stark durchseuchten Gebiet auf eine prozentuale Wahrscheinlichkeit bei einem Zeckenstich eine Borreliose zu bekommen, wie zum Beispiel Heidelberg. Heidelberg wäre jetzt so eine Ecke, die oder was Mannheim, eins von beiden, die eine ganz, ganz hohe Durchseuchungsrate haben und die geben dann etwa 3,3% Chance an oder Risiko bei pro Zeckenstich, den du abbekommen hast, dass du jetzt eine Borreliose hast, die sich dann auch klinisch bemerkbar macht. Also man kann infiziert werden und hinterher keine Symptome haben, weil das eigene Immunsystem halt eben funktioniert hat und die Infektion überstanden hat und du bist einfach nicht krank geworden. Dann bist du aber hinterher möglicherweise trotzdem Überträger vor Borrelien und so kommt dann auch die Durchseuchungsrate der Zecken zustande. Ja. In vielen Fällen stechen die auch nicht Menschen, sondern eben andere Tiere, andere Säugetiere und die sind dann auch in vielen Fällen infiziert, ohne darunter besonders zu leiden, weil einfach eben wie auch deren Immunsystem mit der Krankheit klargekommen ist. Aber das Risiko, dass wir eine wirkliche ausbrechende Erkrankung kriegen, das heißt dann auch, unser Immunsystem ist damit nicht so ganz klargekommen. Wie gesagt, im Extremfall 3,3% in einer sehr stark durchseuchten Region. Es mag noch durchseuchtere Regionen geben, wo dann die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass man eine Borreliose kriegt, vielleicht bei 5% liegt, aber dazu kenne ich zumindest keine genaueren Daten. Deutschlandweit liegt das Risiko so als deutschlandweiter Mittelwert irgendwo zwischen 0,3 und ich glaube 1,4% pro Stich. Ich finde, man kann sich ganz gut die 1% Marke merken. Die gebe ich auch häufiger an, wenn ich dazu gefragt werde. Jedes Mal, wenn die eine Zecke erwischt,
hast du durchschnittlich völlig unabhängig davon, ob das eine kleine Zecke, eine große Zecke, eine Zecke im Risikogebiet oder nicht ist, hast du deutschlandweit durchschnittlich eben dieses 1% an Risiko, ist eine Borreliose zu kriegen. Aber eine ausgewachsene Zecke in Heidelberg oder in anderen Teilen Baden-Württembergs oder in großen Teilen Bayerns und so weiter und so fort, da dürfte das Risiko deutlich höher liegen, wahrscheinlich dann auch bei so 6-7%, dass man sich da dann jeweils infiziert. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Je nachdem, was das für eine Zecke war und wo, braucht man sich da keine wirklich großen Gedanken machen. Da müsste man schon sehr, 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 sehr viel Pech haben, um sich zu infizieren. In anderen Ecken ist das durchaus ein Thema. So, die mich gestern gestochen hat, war leider eine ausgewachsene. Heißt, das ist ein größeres Risiko und leider wohne ich auch im Risikogebiet. Soll heißen, jemand wie mich, wie ich, der jetzt eben eine solche Zeckenstich erlitten hat, der sollte das schon im Hinterkopf behalten, die entsprechende Einstichstelle beobachten. Das ist nämlich diese hier, das kann man wahrscheinlich nicht sehen. Und das ist auch gut so, aber einen kleinen roten Fleck habe ich schon. Ich kann jetzt nicht näher an die Kamera kommen, aber ja, aber wirklich noch human. Normalerweise reagiere ich relativ intensiv auf Zeckenstiche und kriege da recht schnell einen sehr großen roten Bobbel, der dann auch sehr, sehr juckt. Das tut dieser hier diesmal nicht. Es ist entweder ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, weil wenn es da juckt, heißt das ja, dass das Immunsystem aktiv ist. Also entweder versagt gerade mein Immunsystem und ist nicht so aktiv wie sonst, oder ja, es ist da einfach nichts, weswegen es sonderlich aktiv sein müsste. Ich hoffe ja, das Letztere ist der Fall ist. Bei einer Borreliose, furchtbares Wort, Infektion, ist es so, dass man teilweise die berühmte Wanderröte bekommt. Heißt, um die Einstichstelle bildet sich ein roter Ring und der rote Ring wird immer breiter und immer breiter und wandert sozusagen. Das ist aber nur beim Teil der Infektion der Fall. Hat man diesen roten Ring, kann man aber sehr stark davon ausgehen, dass man jetzt dringend zum Arzt gehen sollte und dringend jede Menge Antibiotika fressen. Borreliosen sind nicht mehr zu spaßen. Die verlaufen im Regelfall so, dass sie gut abheilen und man sie dann los ist, abgesehen davon, dass man immer noch Erreger irgendwo im Körper hat und dann eben über weitere Zecken möglicherweise das Ganze dann auch nochmal übertragen kann. Teilweise hat man noch Erreger. Manchmal sind sie auch komplett futsch. Das ist ganz, ganz variabel. Es gibt verschiedene sehr schwere Verläufe, bei denen man überhaupt keinen Spaß hat und sein Leben lang noch was davon. Im besten Fall verläuft halt wirklich vergleichsweise harmlos, wird früh erkannt, man kriegt früh Antibiotika und nimmt die fleißig und dann ist es wieder weg, ohne dass man da größere Schwierigkeiten hat. Ist aber durchaus eine ernstzunehmende Krankheit, kann ganz, 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 ganz hässlich werden mit dem Scheiß. So, ähnlich, was das Infektionsrisiko angeht, aber nur ein bisschen ähnlich, verhält es sich mit FSME. Das ist ja die Frühsommer-Meningoenzephalitis-Gedönsgeschichte. Das ist eine Viruserkrankung. Dagegen kann man impfen. Das sollte man in den Risikogebieten auch tun. Das sollte man insbesondere dann tun, wenn man häufiger in den Wald geht. Wir hatten 2020 Rekordjahr mit so vielen Infektionen wie, glaube ich, noch nie. 700 Menschen in Deutschland haben sich dann eine FSME-Infektion geholt. Die kann harmlos verlaufen, ja, das kann man aber leider dummerweise nicht wirklich allzu stark beeinflussen. Du musst dann halt Glück haben, dass dein Körper eben damit zurechtkommt. Dann bist du zwar ein Infizierter gewesen, hast aber im Grunde nur eine Art, bisschen Schnupfen, bisschen Halsweh, bisschen, so ein bisschen wie ein milder Corona-Verlauf oder halt eben eine leichte Grippe. So in etwa kann man das ungefähr vergleichen von den Symptomen her. Das heißt jetzt nicht, dass ich gerade gesagt habe, Corona sei eine Grippe. Und ja, dann ist es wieder vorbei und dann hast du Glück gehabt. Es kann aber auch ganz dumm verlaufen und dann kann es auch durchaus auch tödlich sein, wenn man eben nicht Glück gehabt hat. Also eine Impfung gegen FSME, ich würde sie empfehlen für jeden, der regelmäßig im Wald ist und der hin und wieder mal eine Zecke hat. Für alle anderen, je nach individueller Einstellung zum Impfen halt. Ist sicherlich nicht unbedingt notwendig, helfen würde es, aber falls es zu einer Situation kommt, in der es helfen könnte, dann trotzdem. Prozentzahlen, wie das Risiko ist, bei einem Zeckenstich FSME zu kriegen, das wissen wir leider nicht genau, weil blöderweise kann die FSME-Viren von Zecke zu Zecke durch Kontakt innerhalb der Zecken durchgegeben werden, also weiter infiziert werden.
Heißt, wenn sich zwei Zecken begegnen, und das kommt durchaus vor, weil die schlüpfen in riesigen Zahlen, in großen Eierkolonien, und möglicherweise bleiben sie dann in näherer Umgebung von sich selbst dann halt da, und der eine oder andere befällt bloß eine Maus, die keine große Strecke zurücklegt, oder ein Igel, der zum Beispiel in diesem Fall keine große Strecke zurücklegt, und dass dann eine infizierte Zecke mit anderen Zecken irgendwann Kontakt hat. Ganz insbesondere, wenn sie alle auf den gleichen Grashalm klettern wollen zum Infizieren, beziehungsweise zum Finden ihrer Beute, zum Lauern, Belauern ihrer Beute, dann kann das schon mal sein, dass die sich dann untereinander infizieren. Darum kann man schlecht sagen, dass eine junge Zecke automatisch nur, weil sie eben noch nicht so viele Blutopfer hatte, weniger Infektionsrisiko mit sich trägt. Die Chance ist natürlich bei einer jungen Zecke, einfach weil die jung ist, dass sie sich schon infiziert hat, trotzdem geringer als bei einer alten, ausgewachsenen Zecke. Also auch hier gilt, mehr Angst haben vor den Großen, die Kleinen sind nicht ganz so dramatisch. Übrigens, warum ist das relevant? Mit den Kleinen ist nicht ganz so dramatisch, die Großen sind besonders schlimm. Weil man sich halt schon sehr, 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 sehr gut behelfen kann beim Aufenthalt in der Natur und beim Umgang mit Zecken, indem man bei der Zeckenprophylaxe, also beim sich selbst absuchen nach Zecken, das Ganze häufig, dafür aber nur grob macht. Damit kann man sicherlich leben vom Aufwand her, dass man sich hier und da mal grob die Hose abstreift, guckt, ob was drauf unterwegs gewesen ist, möglicherweise vorm Schlafengehen besagte Hose auch einfach mal ausziehen, entweder zum Schlafen oder man zieht sie dann an, weil es kalt ist die Nacht, was auch immer. Jedenfalls einfach mal kurz ausziehen, mal kurz die nackten Beine absuchen. Insbesondere Beine sind natürlich sehr vulnerabel, weil die ja mit der Vegetation unterwegs sind, in der auch die Zecke sitzt. Dass man also eine Zecke am Bein hat, kommt sicher relativ häufig vor. Häufig auch im, Körpermittenbereich, gerade weil da auch viele schöne feuchte Stellen sind, wo die sich gerne reinsaugen, aber dazu erzähle ich gleich noch was. Aber wenn man sich da mal grob absucht und alle größeren Zecken, die man mit bloßem Auge einfach sieht, wenn man weiß, da habe ich aber kein Muttermal normalerweise, dann kann das durchaus eine Zecke sein, dann streift man die ab, beziehungsweise ne, fegt die fort. In vielen Fällen, ich bringe sie immer noch um, zersquetscht die zwischen zwei Fingernägeln, damit sie dann auch tot sind, aus Rachegründen und aus Böswilligkeit und damit es wenigstens eine weniger von diesen Scheißviechern sind. Zecken muss man nicht mögen. Beim besten Willen nicht. Es gibt keine Begründung, weshalb man Zecken mögen müssen sollte. Ja, wie auch immer, jedenfalls ist man die dann wahrscheinlich los, und wenn man dann eine Nymphe oder noch weniger dramatisch eine Larve übersehen hat, ist die Chance, dass man davon irgendwelche Probleme bekommt, eben sehr, 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 sehr viel geringer. Drum ist das relevant. Drum ist eine regelmäßige grobe Zeckenkontrolle immer noch besser, als wenn du sagst, ach, ich mache alle 24 Stunden komplett Absuche und finde alles und dazwischen finde ich gar nichts. So in die Richtung. Das sollte man nach Möglichkeit sein lassen. Ja? Gut, dann Strategie bzw. Lebensweise von Zecken ist dahingehend jetzt auch nochmal wichtig, also nicht nur diese drei Entwicklungsstadien, weil man dann grob auch einschätzen kann, wie groß das jeweilige individuelle Risiko einer Zecke zu begegnen, da wo man gerade ist. Nämlich, Larven sind erst ab relativ hohen Temperaturen und gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit unterwegs. Alle Zecken sind vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit sehr, sehr lange im Jagdmodus und auf Beute lauernd. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hat man sehr, 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 sehr trockene Luft, ist das Infektionsrisiko bzw. die Chance, dass eine Zecke einen überhaupt anfällt, schon mal sehr viel geringer. Da müsste man also gerade in so einer Phase, wo es eben noch feucht war und jetzt gerade nicht mehr, und dann kriegt man sie auch noch mal ganz gerne. Das ist auch eine gute Gelegenheit für die Zecke. Aber ist es jetzt seit Tagen schon wahnsinnig trocken und kaum Feuchtigkeit vorhanden, dann sinkt das Infektionsrisiko. Ich erkläre gleich warum. Aber so mal ganz grob, alle Zeckenstadien von der Larve bis über die Nymphe bis zum Imago klettern tatsächlich auf irgendwelche Pflanzenteile drauf und begeben sich dort in Lauerstellung. Das funktioniert folgendermaßen, dass sie dann eben quasi ihr hallersches Organ, das ist ein Sensororgan, das unter anderem Kohlenstoff, verschiedene Säuren, die wir ausstoßen, wenn wir schwitzen, verschiedenes Material, das vom Stoffwechsel großer Tiere abgegeben wird,
wahrnehmen kann. Das Hallersche Organ ist relativ kompliziert, muss man auch nicht genauer wissen, aber je stärker du ausatmest und je stärker du schwitzt, desto attraktiver wirst du für Zecken. Übrigens auch für Stechmücken und diverse andere Viecher. Aber vor allen Dingen für Zecken ist das natürlich durchaus am relevantesten, weil eine Stechmücke, zumindest in Deutschland, die sticht und das ist doof und man will sie dann kaputt hauen und macht das selbstverständlich auch, aber viel mehr Schaden richtet die bei uns ja nicht nennenswert an. Zecke hingegen, ja, wissen wir selber. So, und je nachdem, ob du dann als für eine Zecke verführerisch duftendes Objekt, und das solltest du eigentlich sein, weil wir Menschen sind durchaus ein ganz guter, brauchbarer Wirt für die Zecke, abgesehen davon, dass wir einen opponierenden Daumen haben und sie damit relativ einfach wieder rausziehen können. Das weiß ich nämlich nicht. Aber ansonsten sind wir eigentlich ein ganz guter Wirt und werden als attraktiv wahrgenommen. Und jetzt hockt die Zecke irgendwo oben in der Vegetation. Je nachdem, wie groß die Zecke ist, desto höher klettert sie. Ausgewachsene Zecken kann man also in 1 Meter Höhe erwarten, auch drunter, manchmal auch ein kleines bisschen höher, irgendwie so in dem Bereich. Nymphen so 50, 60 Zentimeter Höhe und Larven sind nur so 20, 30 Zentimeter, so auf ungefähr auf der Höhe unterwegs. Kraxeln jeweils auf irgendein Teil der Vegetation. In vielen Fällen wird das ein Grashalm sein, manchmal auch ein junger Baum, manchmal ein Farn. Farn sind ganz beliebt, Ginster sehr beliebt als Strauch und solche Sachen. So, und da bleiben sie dann irgendwo oben drauf stehen, bis halt jemand vorbeikommt, der ihren Jagdtrieb bzw. ihren Lauertrieb aktiviert, indem er eben attraktiv riecht. Also zum Beispiel wir. So, und in dem Moment begeben die sich zum äußeren Rand ihrer Pflanze, hoffen, dass wir da dran vorbeikommen, können genau wahrnehmen, wo wir ungefähr sind, und wenn wir ihnen nicht nah genug kommen, aber auch nur dann, wenn wir vorher den Jagdtrieb der Zecke aktiviert haben und wir hocken uns jetzt zum Beispiel neben den Grashalmen, auf dem die Zecke hockt, und sind irgendwie nur 1 Meter weit weg, dann kann es passieren, dass in dieser letzten Phase, wenn sie eigentlich davon ausgeht, da drüben ist die Beute, aber ich reich nicht bis dran, dass sie dann mal aktiv, der gemeine Holzbock, ne, es gibt noch andere Zecken auf der Welt, aber der gemeine Holzbock, dann vielleicht macht er sich tatsächlich auf dem Weg, um die Strecke zu uns noch zurückzulegen und sozusagen aktiv auf uns drauf zu klettern und sich dann da irgendwo festzusaugen. Aber das wäre hochs unwahrscheinlich und sehr, sehr artuntypisch, auch wenn es immer wieder bezweifelt wird und immer wieder Leute das nicht glauben. Die Zecke ist ein Lauerjäger, das hat man schon ganz oft so beobachtet und das steckt in ihrer DNA so drin. Die hängt irgendwo in der Vegetation und wartet, dass wir an diesem Stück Vegetation, Grashalm, vorbeilaufen, lässt sich dann abstreifen, klingt sich mit dem Haken an in die Textilien, die wir normalerweise so tragen, ein, bleibt da dran hängen, krabbelt dann auf uns rum, so, und sucht nach einer geeigneten dünnen Hautstelle, wo sie gut saugen kann, wo sie gleichzeitig ein hohes Feuchtigkeitsniveau findet, damit sie nicht austrocknet. Zecken haben nämlich eben das Risiko, dass sie austrocknen. Kommt gleich nochmal. Und das kann vorzugsweise sein, ich möchte an dieser Stelle gerne mal aufzählen, in meinem Fall schon mehrfach vorgekommen, unterm Gummi der Socke. Ne? Eine Socke hat ja bekanntermaßen so ein Gummiband, damit sie dann auch am Fuß hält. Und da du ja mit dem Fuß relativ häufig auf Zeckenhöhe durchgehend, auf Abstreifhöhe unterwegs bist, kommt sie da relativ schnell hin. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich scheinbar zu enge Socken habe oder was auch immer, aber unter diesem Sockengummi bleiben sie dann gerne mal hängen, doggen da unter dem Gummi an, und da ich die Socken nicht ausziehe, ich ziehe zum Schlafen häufig, wenn ich draußen übernachte, ja die Schuhe logischerweise aus, lasse aber die Socken meistens dann doch an, wenn es jetzt nicht richtig warm ist, und das ist mir schon jetzt leider ein paar Mal passiert, jetzt eben auch beim aktuellen Beispiel, dass dann unter diesem Sockengummi die Zecke gelandet ist. Die kriecht nicht weiter bis zur Fußsohle, da kann sie überhaupt nichts mit anfangen, die ist viel zu dick oder solche Späße, ja? Und sucht sich eine dünne Hautschicht und möglicherweise schon eine plattgedrückte Hausschicht von diesem Gummi, das ist also hochattraktiv. Ebenfalls hochattraktiv ist dann der Saum von Unterhosen, der Gummisaum, der Gürtel unterm Gürtelbereich, ja, alles was irgendwelche solche Gummigeschichten hat. Wenn ihr euch die Hosenbeine noch mit dem Gummi um den Fuß, ums Bein gewickelt hat, dann da drunter zu kommen, ist für die Zecke dann auch wieder interessant. Ansonsten klassische Beispiele, die ich persönlich zwar selten habe, aber die in der Literatur häufig ernannt werden, sind Kniebeugen.
ist dann auch potenziell der Genitalbereich, wobei das gar nicht so häufig vorkommt. Hatte ich persönlich noch nie. Kenne auch nur ganz wenig Leute, die meisten werden das auch nicht großartig jetzt rumposaunen, dass sie das mal hatten, aber ich kenne nur zwei Personen, die mir das mal erzählt hatten, dass das bei denen mal vorgekommen ist. Eine Frau, ein Herr. Also das ist jetzt nicht zwingend unbedingt geschlechtsabhängig. Und ansonsten Achselbeuge ist noch ein beliebter Ort. Da muss die Zecke natürlich erstmal hinkommen, wenn wir davon ausgehen, dass wir sie unten abstreifen und sie dann so weit hochklettert. Naja, bei mir mit Abstand die häufigste Stelle ist irgendwo der Speckgürtel um die Körpermitte, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, Rettungsringe, Speckfalten, wie auch immer man das nennen möchte, da drin fühlt sich eine Zecke ganz wundervoll wohl und das ist ein sehr, sehr guter Ort, um sich da anzudocken, da ist die Haut auch relativ dünn, da herrscht eine schöne Feuchtigkeit, also das ist eine ganz, 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 ganz tolle Angelegenheit. Hinterm Ohr sitzen sie auch gerne oder am Ohr, einfach weil die Haut da wiederum so dünn ist, dass das recht angenehm für die Zecke sein dürfte, wenn sie dann bis da kommen. Das ist dann natürlich auch wieder insbesondere dann ein großes Risiko, wenn man sie irgendwie auf die Wiese gelegt hat oder solche Späße gemacht hat, dann auch auf diesem Wege eine Zecke im Kopfbereich irgendwie andoggen zu lassen. Gut, Luftfeuchtigkeit. Ja, das ist deswegen wichtig, weil damit die Zecke irgendwo auf der Vegetation, zum Beispiel auf diesem Grashalm hier, oben drauf hocken kann und drauf lauert, dass Beute vorbeikommt, wo sie sich abstreifen lassen kann, muss die eben ihre Zeit auch hier oben in der relativ trockenen Luft verbringen. Und das ist ein Problem, weil die Zecke trocknet aus. Die ist, wenn sie nicht in einer sehr feuchten Luftumgebung sich aufhält, trocknet die immer weiter aus, verliert Wasser und verliert weiter Wasser und ist es lange genug sehr, sehr trocken von der Luft her, dann muss sie irgendwann absteigen, bis sie wieder auf Bodennähe angekommen ist. Da ist es eigentlich immer feucht, kann da ihren Wasservorrat sozusagen auffüllen, indem sie in feuchter Luft wieder feuchter wird intern, steigt dann wieder hoch und kann dann wieder so lange in Lauerstellung hocken, bis sie wieder so weit ausgetrocknet ist, dass sie wieder runter muss. Davon profitieren wir natürlich jetzt eben sehr, weil wir uns ungefähr ausrechnen können, dass bei nassem Wetter, bei hoher Luftfeuchtigkeit das Infektionsrisiko bzw. das Abstreifrisiko von Zecken erheblich höher sein dürfte, als eben bei langanhaltender Trockenheit und die Zecke nur ganz kurze Zeit jeweils nur auf den Halm kommen kann und dann wieder runter muss zum Boden, um ihr Feuchtigkeitsbedürfnis wieder aufzufüllen. Ganz grob kann man auch ganz sagen, ab etwa 70% relativer Luftfeuchte, das kann man im Wetterbericht nachgucken, was da jeweils herrscht, können die Zecken plus minus ununterbrochen oben in Lauerstellung verweilen, ist es deutlich trockener als eben 70%, müssen sie umso häufiger runter. Hast du mehr oder weniger gar keine relative Feuchte in der Luft, dann ist ein super Tag, um draußen rumzurennen. Die Chancen, von der Zecke erwischt zu werden, sind dann super gering. Sind sie wieder feucht genug? Kann es auch mal passieren, dass man sie auf dem Boden rumkriechen sieht? Wenn du irgendwelche Planen oder Ähnliches auf dem Boden legst, dann guckst du dir die Plane mal an. Dann kriecht da auch gerne mal eine Zecke drauf rum. Die kriecht da drauf rum, weil die mit der Plane nichts anfangen kann, weil sie unter der Plane nichts anfangen kann und auf der Plane selber auch nichts anfangen kann. Deswegen möchte sie die Plane bitte gerne wieder verlassen. Also die Chance, dass das, die Idee, dass das als Beweis dient, dass Zecken die ganze Zeit über den Boden kriechen und Leute suchen, die sie anzapfen können, das möchte ich bezweifeln. Die haben einfach keine Chance unter der Plane. Kommen sie nicht weg unter der Plane, kommen sie nirgendwo an irgendwelche Vegetation, die sie hochklettern können. Unter der Plane können die überhaupt nichts ausrichten. Das ist für die also nicht gut, drum wollen die da weg. Und auf der Plane gilt das Gleiche. Auf der Plane gibt es keinen Grashalm, da gibt es keine Büsche oder Ähnliches, wo man hochkraxeln könnte, um nach Beute zu lauern. Also für die auch völlig unattraktiv. Heißt, ist man auf so einer Plane gelandet, will man da weg. Dummerweise haben die einen schlechten Orientierungssinn, sind auch nahezu fast blind, der allgemeine Holzbock. Und weiß daher nicht, wo hört denn die Plane eigentlich auf. Deshalb laufen sie dann auch häufig in die falsche Richtung, laufen teilweise hin und her, laufen teilweise im Kreis. Die Viecher sind eben nun mal nicht besonders schlau. Aber es ist nicht so, dass durch die Aktivität einer Zecke auf einer Plane nachgewiesen wäre, dass die jetzt gerade auf Beutefang ist und total viel rumläuft und sich aktiv zur Beute hinbewegt. Zumindest nicht, wenn es sich um einen gemeinen Holzbock handelt. Und ja, und das ist jetzt auch nochmal ein Update zum letzten Video und etwas, was ich bisher noch nicht gesagt habe, weil es noch damals noch nicht so ein Thema war. Es gibt Jagdzecken.
Die riechen dich, merken, oh, da hinten läuft jemand vorbei, der potenzielle Beute sein könnte, und machen sich dann aktiv auf den Weg, um dich einzuholen. Und zwar haben die die sagenhafte Geschwindigkeit, als wahnsinnig schnelle Zecke. Die meisten sind noch deutlich langsamer, aber als wirklich die richtig schnelle Zecke von sage und schreibe 8 Metern pro Stunde. Also 8 km/h sozusagen, ja, ohne K. Und das ist nicht nix. Das heißt, bist du tatsächlich irgendwo am Pausenbrot essen und 4 Meter neben dir befand sich eine Raubzecke, eine Jagdzecke, dann hat die eine realistische Chance, dich tatsächlich zu erreichen, wenn du für dein Brot eine halbe Stunde brauchst, sagen wir mal. Ne? Wie wahrscheinlich ist das? Statistisch völlig irrelevant. Es gibt nach wie vor extrem wenige, die können nur nachgewiesen werden, indem man hier und da mal eine findet. Durch spezielle Monitoring-Projekte und Monitoring-Arbeiten entdeckt man hier und da mal eine. Die Hyaloma-Zecke, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das wäre so eine Raubzecke. Eine andere Raubzecke ist die, ja, ich schreibe es euch unten hin, ich meine, sie heißt Sumpfzecke oder sowas. Die befällt vor allen Dingen Hunde. Ja, muss ich euch unten hinschreiben. Und generell, wir machen jetzt mal noch ein kleines Voice-Over mit einer Liste der anderen alternativen Zeckenarten, die in Deutschland so vorkommen, und einer groben Einschätzung, ob die jetzt schlimmer sind als der Holzbock. Spoiler, nö, nicht wirklich. Ja, aber ja, das kommt jetzt an dieser Stelle. Ja, ich habe mal 4 rausgesucht. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, die in Frage kommen, aber das sind die 4 relevantesten. Das wäre zum einen die Auwaldzecke, die befällt vorwiegend Hunde und andere Wildtiere, kann das berühmte Kuhfieber übertragen. Das Kuhfieber ist überhaupt nicht berühmt und da weiß man kaum was drüber. Interessant ist allerdings, dass es dafür theoretisch Impfstoffe gibt, aber nicht in Deutschland. Da ist keiner zugelassen, warum auch immer. Kuhfieber könnte vielleicht noch irgendwann durchaus interessant werden in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten, momentan allerdings noch nicht wirklich relevant. Unwahrscheinlich ist die Auwaldzecke vor allem deswegen, weil sie wirklich sich nur ganz langsam seit den 70ern eben mit der globalen Erwärmung zusammen ein bisschen bei uns ausbildet, ausweitet, größtenteils tatsächlich im Auwald. Und ja, also dass man die mal als Mensch erwischt, ist relativ unwahrscheinlich. Vorteil, den sie allerdings hat, ist, sie wächst erheblich schneller, braucht erheblich weniger Zeit, um zur ausgewachsenen Zecke zu werden, und legt dann innerhalb kürzester Zeit so ein paar tausend Eier. Also ja, im Auge behalten, ja, Angst vorhaben, eher jetzt weniger. Übrigens, die überträgt keine Borreliose, zumindest derzeit noch nicht. Das ist allerdings eine Frage der Zeit. In der Lage dazu wäre sie wahrscheinlich schon. Und gleiches gilt auch für FSME. Gilt für alle diese fremdländischen Zecken, dass die noch nicht die klassischen Zeckenkrankheiten übertragen, aber theoretisch dazu sehr wohl in der Lage sind, wenn sie damit halt infiziert worden sind vorher. Die braune Hundezecke ist tatsächlich größtenteils für Hunde interessant. Dass die mal einen Menschen sticht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Für Hunde ist sie dafür wirklich gefährlich. Da sollte man dann also wirklich ein bisschen aufpassen. Sie braucht sehr warme Standorte, ist bei uns nicht winterfest und geht bei einem normalen, halbwegs normalen Winter auch schon kaputt. In dem kalten Winter erst recht. Da kann es dann also gut passieren, dass die fast alle wieder aussterben. Darum kommt sie eigentlich nur in Kleinststandorten, kleinen Mini-Populationen, in irgendwelche Hundezwingern, in Häusern oder Gartenanlagen, gerne auch mal in großen Gartenanlagen, die besonders gut gepflegt sind und wo dann halt irgendwie höhere Temperaturen herrschen. Auf diesem Grunde kann sie ihr gerne mal überleben, auch wenn man Pflanzen für den Winter einpackt, überlebt da gerne mal so eine Zecke dann da drin in der Verpackung sozusagen der Pflanzen für den Winter. Und ja, also noch ist die auch relativ irrelevant. Könnte aber, ne? Potenzial haben die alle. So, dann die Schafzecke, die ist noch am gefährlichsten von den 4 hier, weil die schon relativ häufig und kommt im Oberrheingraben schon so regelmäßig vor, das ist ja die wärmste Ecke Deutschlands, ne? Dass man da definitiv davon ausgehen muss, dass die zumindest hier etabliert ist.
Und die wird sich auch weiter ausbreiten, wenn es peu à peu wärmer wird, weil da ist sie ja schon. Und die überträgt jetzt wieder dieses Kuhfieber, allerdings in einer deutlich aggressiveren Art und Weise, also deutlich häufiger, dass sie uns Menschen als Wirt wählt und kann auch diverse andere tropische Krankheiten zum Teil übertragen. Auch wieder größtenteils gefährlich für Hunde. Aber eben gerade der Knackpunkt, dass die bereits bei Schneeschmelze oder kurz nach der Schneeschmelze im Frühjahr unterwegs ist, macht es natürlich auch nicht gerade lustiger, dass man sich dann wirklich so einstellen kann, dass 24/7 das ganze Jahr über potenziell irgendwelche Zecken unterwegs sein könnten. Unser gemeiner Holzbock, da komme ich nachher noch zu, hat nämlich sein ja, schlimmste Zeit ist so im Frühsommer tatsächlich. Und auch die gefährlichste Zeit. Ja, und dann noch die Hyalomazecke, die hatten wir ja schon kurz erwähnt. Das sind noch wirklich, wirklich wenige. Wirklich, wirklich wenig. Und ja, sie werden mehr. Und es kann sein, dass in den nächsten Jahren sich herausstellt, dass sie zum großen Problem werden. Kann aber auch genauso gut sein, dass sie wieder kaputt gehen. Wenn mal wieder ein ordentlich kalter Winter kommt, dann sind die möglicherweise alle wieder futsch und müssen dann von neuem sozusagen wieder neu einwandern. Was sie übrigens durch Festsaugen an Zugvögeln wahrscheinlich tun. Deswegen für uns eher uninteressant, weil sie halt eben eine Jagdzecke sind, die Beute fängt, indem sie sie verfolgt, über 250 Meter bis zu, aber ich hatte ja auch schon gesagt, mit 8 Metern pro Stunde. Das heißt, die braucht da Tage, viele Tage, um 250 Meter zurückzulegen, ne? Also viele Tage ist jetzt übertrieben, aber könnt ihr euch ausrechnen. Das heißt, wer jetzt nicht ewig lange am gleichen Ort in der Natur hocken bleibt und dann nicht weggeht und wenn er weggeht, sich nur, keine Ahnung, 50 Meter weit weg bewegt und solche Späße, da ist die Chance, dass die uns mal erwischt und sich zu uns hinbewegt und bei uns festbeißt, halt eben doch eher gering. Ja? Also das ist nicht unbedingt die beste Strategie, auch wenn es im ersten Moment mal gefährlicher klingt, als eine Lauerzecke zu sein. Aber dafür gibt es von der Lauerzecke eben auch jede Menge und von der Hyalomazecke momentan erstmal nur sehr wenige. So, das war's. Aber wichtig ist jetzt natürlich noch die Zeckenprophylaxe. Icaridin. Icaridin ist tatsächlich der Stoff, der in verschiedenen Mücken- oder Anti-Zeckensprays oder sonst wie drin ist, der mit Abstand am effizientesten gegen die Viecher ist. Man kann natürlich sich alles Mögliche einreden, dass man mit Kokosöl an die Sache rangeht, mit magischem Zauberwasser, mit Amuletten, mit Fußnägeln einer vom Henker erhängten Leiche oder was man sich ausmalen möchte. Icaridin ist mit Abstand am effizientesten. Icaridin ist auch nicht besonders schädlich für den Körper als solchen. Ja, es ist Chemie, ja, aber es ist effizient. Wer also richtig Angst vor Zecken hat, der sollte sich nicht nach irgendwelchen Hausmittelchen und Knoblauch fressen und sonst was umgucken, meiner Meinung nach. Das kann man natürlich alles gerne zusätzlich machen, tut ja auch nicht weh, wenn man Knoblauch mag, heißt das. Aber Icaridin ist mit Abstand das effizienteste und damit kannst du dir die Beine vom Knie bis zum Fuß einmal einsprühen, dann bleibt die Zecke gar nicht erst an dir hängen, wenn du dran vorbeiläufst. Wegen mir kannst du auch deine Beine hoch bis zur Hüfte mit dem Zeug einsprühen. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber für Zeckenpaniker ist das so die beste Prophylaxemaßnahme. So, wer kein Zeckenpaniker ist oder kein Icaridin-Spray zur Hand hat, der sollte jedes Mal, wenn er durch höhere Vegetation gelatscht ist, also alles, was höher ist als dein Schuh, ja? Also wirklich nicht gemähte Wiese, meinetwegen auch wirklich nur 10, 20 Zentimeter hoch, reicht schon. Da dann hinterher, nachdem man da durchgelaufen ist und zurück ist auf dem Weg, ohne nennenswert hohe Vegetation, in den Frühsommer, insbesondere im Frühsommer ist das Infektionsrisiko generell am höchsten, weil die Zickenaktivität da am höchsten ist. Insbesondere im Frühsommer dann einfach mal kurz eben bücken. Hier einmal abstreifen, da einmal abstreifen und so weiter und so fort. Vielleicht auch einmal kurz gucken, ob da noch ein kleiner schwarzer Punkt auf der Hose verblieben ist. Darum empfiehlt sich auch hellere Kleidung, weil man die Zecke einfach besser sieht. Durch ganz hohe Vegetation gestapft gewesen, dann muss man sich eben auch entsprechend so hoch ordentlich abklopfen, wie die Vegetation hoch gewesen ist, durch die man gestapft ist. Und wenn man da nicht durch muss, dann braucht man da selbstverständlich auch eben, wie gesagt, gerade im Frühsommer bis Hochsommer gar nicht groß durchzulaufen. Im Hochsommer ist es allerdings wieder weniger problematisch, weil, wir hatten ja schon gesagt, Zecken trocknen langsam aus, ist es super heiß, haben wir meistens eine relativ niedrige, relative Luftfeuchte und das ist
ist dann für die nur kurzfristig zu ertragen. Das heißt, sie sind immer nur sehr kurz in Lauerstellung und die Chance, sich dann da eine zu holen, nimmt erheblich ab. Ja? Grundsätzlich zu den Temperaturen, das hatte ich noch vergessen, muss man auch noch unbedingt erwähnen, ab 8 Grad, das ist so die magische Grenze, Bodentemperatur wohlgemerkt, sind Zecken aktiv. Erstmal nur die Imagos, also die ausgewachsenen Zecken, ab 12 Grad, dann auch spätestens ab 12 Grad die Nymphen und ab ein bisschen mehr dann auch die Larven. Die sind dann um die bei den Temperaturen dann unterwegs. Das gilt das ganze Jahr über. Wann immer die Temperatur 8 Grad überschreitet, besteht die Möglichkeit, sich eine Zecke zu holen. Wann immer sie 8 Grad unterscheidet, die Bodentemperatur, dann ist das Risiko sehr, sehr, sehr gering. Es sei denn, kleinräumig wird es halt doch warm genug, dass da eine Zecke aktiv wird. Beispielsweise unter dir, wenn du irgendwo in der Landschaft liegst und dann wird sie aktiv und will gerade hochklettern auf den nächsten Halm. Aber stellt fest, das ist gar kein Halm, das ist ja schon ein Säugetier, was da auf mir drauf liegt. Und in dem Fall, so dämlich ist selbst eine Zecke nicht, dass sie dann nicht eben die Gelegenheit nutzt und dann direkt auf dich drauf kriegt. Ja, also sitzt du auf einer Zecke, ist die Chance, dass sie dich dann hinterher sticht, relativ groß. Oder dass sie es zumindest versucht, relativ groß. Ja, weil eben auch dann die Temperatur durch dich selber angehoben wird. So kommen dann auch solche Fälle wie eben Zeckenstiche im Winter zustande bei eigentlich viel zu niedrigen Temperaturen. Die Viecher sind häufig, die Viecher sind fast überall, dementsprechend kann das also auch durch Hinsetzen tatsächlich dann mal zu sowas kommen. Mit der Temperaturgeschichte darf man sich also nicht allzu sehr drauf versteifen. Früher gab es auch mal eine Höhenempfehlung, überhalb von 800 Metern gibt es keine Zecke mehr. Das stimmt inzwischen nicht mehr, das war früher durchaus mal noch recht zuversichtlich. Man kann diese Höhengrenze jetzt vielleicht auf 1000 Meter anheben und selbst darüber wird es, wenn es warm genug ist und wenn die Bedingungen stimmen, auch ein paar Monate im Jahr eine gewisse Zeckeninfektionssituation geben. Ja, also das kann man einfach nicht mehr sagen, dass da ist zu warm geworden inzwischen, zu sehr Klimawandel, zu sehr Unberechenbarkeit der Temperatur und feuchte Situation. Drum, ja, das würde ich einfach weglassen, diese Höhenempfehlung. Die habe ich damals noch, glaube ich, irgendwo noch gegeben. Das ist aber eben einfach nicht mehr aktuell. Hat sich herausgestellt. Können wir vergessen. Aber die 8-Grad-Regel, die gilt schon immer noch. Das ist einfach physiologisch. Unterhalb von 8 Grad kann sich eine Zecke nicht bewegen. Das ist ihr einfach zu kalt. Da kriegt sie keinen Bewegungsdrang hin. Also zumindest der gemeine Holzbock. Wir reden hier immer noch im Allgemeinen vom gemeinen Holzbock. Diese ganzen super Sonderspezialzecken und so weiter und so fort, die haben wir ja schon kurz erwähnt. Die spielen aber fürs Infektionsgeschehen eben so gut wie keine Rolle. Jetzt sind wir durchs hohe Gras gelaufen, haben uns abgeklopft, abgesucht und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir irgendwann nach Hause und jetzt hatten wir aber halt doch irgendeine Zecke übersehen. Das kann durchaus ja mal passieren. Ne? Übrigens, habe ich auch wieder vergessen, je nachdem, wie attraktiv man für Zecken ist, hat man halt eben viele oder man hat halt nicht viele. Jemand, der sehr, sehr oft rausgeht, aber für eine Zecke nicht besonders attraktiv riecht, der wird erheblich weniger Zecken haben als jemand, der nur selten rausgeht, aber unglaublich attraktiv für die Zecken riecht. Was genau in unserem Schweiß voraussichtlich dafür verantwortlich ist, besonders attraktiv auf Zecken zu wirken, das wissen wir nicht so genau. Aber da gibt es wirklich massive Unterschiede. Zum Beispiel von diesem Frühjahr habe ich von jemandem gehört, der hatte schon 30 Zecken, das hat er mir direkt selber gesagt und das war auch glaubwürdig, ne? Absolut kein Thema, das glaube ich sehr gern. Ich habe die erste dieses Jahr gehabt und ich habe auch normalerweise so etwa 3 pro Jahr. Das ist für jemanden, der sehr, sehr viel im Wald ist, eine sehr geringe Zahl. Da bin ich auch glücklich drum, aber scheinbar bin ich für die Viecher nicht besonders attraktiv. Ja? Durchaus völlig zu Recht, beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, das wollte ich also auch nochmal dringend gesagt haben, dass es auch ganz unterschiedlich ist. Seid ihr also jemand, der selten oder noch nie eine Zecke hatte und damit 40 Jahre alt geworden ist und solche Späße, das gibt's, dann habt ihr entweder sehr wenig Zeit in der Natur verbracht oder ihr seid nicht besonders attraktiv für Zecken und nur weil ihr jetzt langsam euch damit auseinandersetzt, dass es die Viecher gibt und dass sie scheiße sind, heißt das nicht, dass ihr dadurch jetzt ein erhöhtes Infektionsrisiko habt und dann könnt ihr euch relativ entspannt durch die Landschaft bewegen, wenn ihr selten eine hattet. Werdet ihr auch in Zukunft eher selten mal eine haben. Ja. Das war also mir noch wichtig zu sagen. Wie gesagt, dann die Nummer mit der trockenen Luft. Bei trockener Luft geringeres Stichrisiko. Und hat man jetzt eben doch mal eine Zecke irgendwo hängen, wo die üblicherweise hängen, hatten wir ja auch schon gesagt, dann
kommt es drauf an. Ja? Und früher gab es da noch keinen wirklichen Nachweis dazu. Da hieß es, je schneller man die Zecke wieder los ist, desto besser. Ist relativ egal, wie man sie wieder los wird. Ja? Inzwischen heißt es, ist ziemlich immer noch egal, wie du sie wieder los wirst. Und je schneller, desto besser. Aber bloß nicht quetschen. Ja, also inzwischen ist das auch wirklich gang und gäbe und in der Literatur angekommen und in der Forschung, also aus den Forschungsergebnissen in der Literatur angekommen, dass das Quetschen der Zecke wirklich zu vermeiden ist. Das heißt, ich habe früher noch gesagt, ich ziehe die mit der Hand raus. Das sollte ich in Zukunft, also noch im aktuellen Kenntnisstand, lieber sein lassen. Ich mache es manchmal trotzdem immer noch, weil es einfach so ein Reflex ist. Ohne Zecke, zack, und weg ist er. Aber eigentlich falsch, ja, weil du kriegst das nicht so präzise hin mit den Fingernägeln, dass du nicht sicher sein könnte, dass es nicht passieren könnte, dass du den Hinterleib der Zecke ein bisschen zusammendrückst und den Mageninhalt der Zecke und genau da, beziehungsweise den Darminhalt der Zecke vor allen Dingen, Zecke hat gar keinen Magen, da stecken halt eben die infektiösen Viecher und Scheißteile drin, ja, und die will man sich ja nicht wieder in die Wunde reinpressen, sondern die sollen nach Möglichkeit ja draußen bleiben und drum ist es wirklich wichtig beim Zecke ziehen, abbeißen, ablasern, mit dem Rasiermesser abschneiden, scheißegal, Hauptsache du quetscht ihr nicht den Hinterleib zusammen. Ja, das ist die wesentliche Voraussetzung und dann so schnell wie möglich, weil je länger die an dir saugt, desto höher das Infektionsrisiko, das steigt nämlich sehr, sehr schnell an. Die ersten 6 Stunden sind wahrscheinlich harmlos, wahrscheinlich geht man derzeit von aus. Manche Studien sagen, die ersten 24 Stunden sind harmlos, aber das Minimum ist auf jeden Fall 6. Also wenn es nur 6 Stunden waren, braucht man sich auf keinen Fall Sorgen machen. Wenn es nur in Anführungszeichen 24 waren, fange ich an schon mir Sorgen zu machen. Wenn es länger als 24 waren, dann hat man langsam ein valides Infektionsrisiko. Ja, gerade wenn man dann in Baden-Württemberg und es eine erwachsene Zecke ist. Dann sollte man vielleicht wirklich mal spaßeshalber mal einfach zum Arzt rennen und mal fragen, ob man nicht mal provisorisch vielleicht schon Antibiotika fressen kann. Je nachdem, was für ein Typ man ist und ob man da eben risikoavers oder risikoavers ist das richtige Wort. Da kommt es immer sehr drauf an. Aber dann in so einer Situation könnte man ernsthaft drüber nachdenken, wenn der Arzt da mitspielt, dass man wirklich präventiv schon mal Antibiotikum nimmt. Bei den vielen Fällen lässt sich die Borreliose erst zu spät nachweisen, also dann, wenn man schon nach Möglichkeit eine Woche vorher bereits Antibiotika genommen hätte. Hätte man schon vorher gewusst. Das spielt da auch nochmal eine größere Rolle. Aber wie gesagt, wie man die sonst entfernt, wirklich völlig egal, ob der Kopf stecken bleibt, spielt überhaupt keine Rolle. Im Kopf ist nichts, was dich infiziert. Dann hast du halt irgendwie einen Insektenkopf in deiner Haut stecken, na und? Völlig Wurst. Ja, das ist weniger dramatisch als ein Spreißel oder sonst was. Irgendwann wird die äußere Hautschicht erneuert, dann fällt der Zeckenkopf zusammen mit der entsprechenden Hautschuppe, Zelle, was auch immer das da gerade für ein Bereich ist, fällt dann von alleine wieder ab und das ist völlig Wurst. Schlimmstenfalls entzündet sich das noch ein bisschen wie ein eingewachsenes Haar, wie ein winzig kleiner Kratzer, irgend sowas in der Richtung, aber das ist wirklich völlig egal. Hauptsache, man quetscht die Zecke nicht. Hat man also kein Werkzeug dabei, außer zum Beispiel ein Messer, um die Zecke loszuwerden, dann ist das Abschneiden von der Zecke tatsächlich auch eine Option, bloß nicht eben am Hinterleib, sondern so nah an der Haut, wie es möglich ist, also als würde man sich rasieren und die Zecke wäre ein Haar. Ja, das kann man durchaus auch machen. Selbstverständlich ist es einfacher, irgendein Zeckenentfernungswerkzeug dabei zu haben. Besonders beliebt die Zeckenkarte für den Geldbeutel, die da eben so eine kleine Mini-Pinzette sozusagen in Kartenform ist. Oder einfach die Pinzette vom Schweizer Taschenmesser. Jedes gute Schweizer Taschenmesser hat ja bekanntermaßen auch diese Pinzette drin. Die taugt auch ganz wunderbar, um die Zecke ganz unten wirklich am Kopf zu packen und rauszuziehen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob man die dabei dreht, ob man sie schuckelt, ob man sie ruckelt, ob man 3 Sack Kartoffeln malt und 1 Liter zu singt, während man sie rauszieht, ist vollkommen schnurzpiep egal. Hauptsache, man ist das Ding schnell los und quetscht dabei nicht den Hinterleib. Ja? Und nicht irgendwelche Öle draufkippen, irgendwelches Wasser. Wasser wäre jetzt noch okay, aber alles andere macht auch keinen Sinn. Ne? Wäre nicht schlimm, wäre aber auch nicht hilfreich.
bloß nichts, egal was, nichts draufkippen. Da gerät sie in Panik, würgt und kotzt und spuckt sich den Mageninhalt dann eben wieder in die Wunde. Und das will man nach Möglichkeit eben dann halt ja gerne vermeiden. So. Ja, viel mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Die wesentlichen Knackpunkte sind das gewesen. Ich möchte abschließend nochmal darauf hinweisen, muss man aus Angst vor Zecke, jetzt darf man nicht mehr aus dem Haus gehen und darf man sich nicht mehr in den Wald trauen, weil da sind ja Zecken und jetzt auch noch die Hyaloma-Zecke und sonstige schlimme Viecher unterwegs. Kommt drauf an. Ne? Wenn ihr nicht in den Wald geht, weil ihr Angst vor Zecken habt, dann ist mehr Platz für uns andere. Das klingt jetzt böse und das ist ein Stück weit auch böse, aber es zwingt einen ja keiner. Der Aufenthalt in der Natur ist mit gewissen Risiken durch die Natur verbunden. Das ist nun mal so. Das braucht man nicht kleinreden, das wird immer so sein, hoffe ich. Ja, irgendwann gibt es vielleicht mal irgendwann die Pseudonatur mit 0% Risiko, weiß ich nicht, aber momentan haben wir die noch nicht. Momentan haben wir nur die Naturnatur und die Naturnatur bringt tatsächlich ein sehr, 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 sehr geringes Risiko, wenn man nicht unglaublich dumme Fehler macht mit sich, dass man sich da halt eben eine Krankheit, möglicherweise auch eine schlimme zum Beispiel, holen kann. Man könnte auch in ein Loch fallen und dann nicht mehr rauskommen. Man könnte irgendwo gegen den Baum rennen und sich an einem Ast aufspießen oder was weiß ich. Es ist halt immer mit einem gewissen Risiko beim Rausgehen verbunden. Und ja, das gilt auch für Kinder. Sind Zecken also ein Grund, Kinder nicht in die Natur zu lassen? Naja, ja, wenn man sein Kind eben bis es 18 Jahre alt ist vor jeder erdenklichen Gefahr beschützen möchte, damit es als 18-Jähriger Vollpfosten ins Leben startet und von nichts eine Ahnung hat, dann ist das sicherlich auch eine Option. Davon halte ich persönlich aber überhaupt gar nichts. Ja. Also bei Kindern musst du halt ihnen erstmal selber beibringen, was eine Zecke ist. Zweitens, sie, solange sie das noch nicht selber können, eben wirklich gründlich danach absuchen. Und das kann man ja auch wirklich so ekelhaft gründlich machen, dass sie dann irgendwann sagen, wir machen es selber, damit wir nicht dauernd abgesucht werden müssen oder was auch immer. Da kann man sich wirklich alles Mögliche einfallen lassen. Man kann Kinder auch mit Icaridin einsprühen. Das ist, glaube ich, meines Wissens auch zumindest ab einem gewissen Alter kein Problem mehr. Steht aber drauf auf der Flasche und solche Späße. Also da kann man ganz viel tun, um das Risiko für Kinder zu minimieren. Die haben nämlich per se erstmal ein höheres Risiko, einfach weil sie kleiner sind als Erwachsene, damit mit ihrem kompletten Körper auf Zeckenhöhe unterwegs sind. Und das macht das dann schon ein bisschen riskanter. Aber ich würde trotzdem jederzeit sagen, dass der Gewinn, den ein Kind aus dem Aufenthalt in der Natur zieht, das Risiko, dass es da mal eine Zecke bekommen kann, bei weitem wert ist. Ja, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Wer das anders sieht, ist sowieso selber schuld, wenn er auf den Typ da im Internet hört. Gut. Das sei es gewesen. Ne? Also sind wir jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Nach bestem Wissen und Gewissen sind das nur die wesentlichen Eckpunkte, die man zum Thema Zecke wissen muss. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen möglichst zeckenfreien Restsommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. GoPro, Aufnahme beenden.